Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste. Vorhin ist euch gesagt worden, dass ihr nach dem Statut verpflichtet seid, meine Rede anzuhören. Das gefällt mir nicht richtig. Ich hoffe, ihr wollt es auch. Aber mal abgesehen davon möchte ich mit etwas anderem beginnen. Es ist noch eine Idee zu früh, aber ich mache es trotzdem. Ich möchte nämlich denen danken, die wirklich über eine lange Zeit sehr intensiv an diesem Programmentwurf gearbeitet haben, den wir nun seit 2 Tagen diskutieren. Ich möchte zunächst den Vorsitzenden der Programmkommission ganz herzlich danken, nämlich Lothar Bisky und Oskar Lafontaine. Ich möchte den Mitgliedern der Programmkommission in alphabetischer Reihenfolge danken, nämlich Elmar Altvater, Michael Brie, Christine Buchholz, Birke Bull, Christina Emrich, Heike Hensel, Cornelia Hirsch, Dieter Klein, Ralf Krämer, Karen Ley, Horst Schmidhenner, Heinz Vietze, Sarah Wagenknecht und Ulrike Zerhau und den beiden Sekretären der Programmkommission, nämlich Bernd Ihme und Harald Schindel. Sie haben eine große Arbeit geleistet. Und ich weiß, dass manchmal schon einige dachten, sie sind am Ende und es ginge nicht weiter. Und ich weiß auch, welche psychologischen Aufbauarbeiten da zum Teil geleistet werden mussten. Aber sie haben es geschafft. Und dann hat anschließend die Redaktionskommission eine großartige Arbeit geleistet, sonst wäre der Kompromiss gar nicht gefunden worden. Und diese Redaktionskommission ist geleitet worden von Gesine Lötsch und Klaus Ernst. Ihnen gehört unser Dank. Ebenso wie den Mitgliedern der Redaktionskommission, nämlich Matthias Höhn, Katja Kipping, Ralf Krämer und Sarah Wagenknecht. Applaus 2007 haben wir uns vereinigt. Es war notgedrungen und politisch eher eine Vereinigung von oben, aber sie wurde in beiden Parteien getragen, sie wurde mitgestaltet. Und wir haben programmatische Eckpunkte beschlossen. Das Doofe daran war der Name, weil keiner dachte, dass wir ein Programm haben. Dabei war es ja so eine Art Programm, aber eben nicht ganz richtig. Und so standen wir vor der schweren Aufgabe, für diese neue Partei ein Programm zu entwickeln. Wir haben noch nicht abgestimmt, aber ich bin sicher, es wird eine große Mehrheit finden. Und das ist eine gewaltige Leistung, wenn ich an die Auseinandersetzung der letzten Jahre sage. Jetzt haben wir etwas zu unserer Selbstverständigung, mit dem wir in die Bevölkerung gehen können und sagen, das ist es, was wir wollen. Aber notgedrungen musste das erstmal mehr der Selbstverständigung dienen. Noch nicht so sehr dem Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich stelle uns mal eine Aufgabe, die sehr schwer wird. Also ich finde ja unser Programm gut. Ich werde ganz bestimmt zustimmen. Der wichtigste Teil für mich ist schon abgeschlossen. Aber unsere Sprache. Also ehrlich gesagt, ich bin noch nicht sicher, ob der Busfahrer, der anfängt, es zu lesen, weiterliest. Und deshalb denke ich, wir könnten uns doch mal Folgendes vornehmen. Ich weiß bloß nicht, wie man das technisch macht. Also wenn wir das nächste Bundestagswahlprogramm im Kompromiss uns verständigt haben oder das nächste Europawahlprogramm, können wir dann nicht mal so eine geeignete Autorin wie Daniela Dahn oder andere sagen, jetzt mach mal daraus Prosa, damit das alle auch lesen können. Wir könnten es doch mal versuchen. Wir müssen doch nicht alles können. Es gibt eben Leute, die können besser schreiben. Na und? Aber jetzt möchte ich zum Programm noch 2 Bemerkungen machen. Ich finde es sehr gut, dass wir auf Vorschlag von Oskar Lafontaine aufgenommen haben, das Willy Brandt-Corps. Es ist richtig, was Katharina Schwabe dessen gesagt hat. Willy Brandt verdanken wir auch die Berufsverbote. Aber er hat gesagt, und er ist ja auch ein Mann in der Entwicklung, das war sein schwerster Fehler. Und beim Vietnamkrieg hat er gesagt, er hat ihn nicht genügend kritisiert. Das hat er selber festgestellt. Und dann bekam er aufgrund seines Wirkens den Friedensnobelpreis. Und zwar, weil er ganz eindeutig weltweit für Gewaltverzicht eingetreten ist.
Und in dieser seiner bedeutendsten Rede, nämlich bei der Verleihung des Friedensnobelpreises, hat er gesagt, Krieg ist die Ultima Irratio. Und die SPD hat jetzt beschlossen, Krieg ist die Ultima Ratio. Und deshalb gehört ihnen nicht mehr Willy Brandt. Ab heute gehört er uns. Und darauf bin ich stolz. Obwohl ich ja weiß, dass er nicht im Eigentum steht. Ich wollte das nicht juristisch begründet sehen. Und dann haben wir heute einen Beschluss gefasst zu Drogen, der jetzt zu reichlich Missverständnissen führt. Deshalb möchte ich noch mal ganz klar sagen, wie ich es zumindest verstehe, und ich hoffe, dass ihr dann so viel Beifall spendet, dass alle Medien daraus entnehmen könnt, dass ihr es mehrheitlich auch so seht. Also, was wir wollen, ist Folgendes. Dass man die, über leichte Drogen brauchen wir nicht zu reden, das ist das sowieso klar, bei den harten Drogen. Ich möchte, dass die Süchtigen nicht länger kriminalisiert werden. Das bringt nichts. Das ist falsch. Man stürzt sie. Man stürzt sie in Beschaffungskriminalität. Und dann wechselt sich Behandlung und Gefängnis immer ab. Das bringt nichts. Davon hat weder die Betroffene oder der Betroffene etwas, noch die Gesellschaft. Das ist der falsche Weg. Und wir wollen Legalisierung insofern, als wir sagen, ja, der Arzt muss bei wirklich Süchtigen das auch verordnen dürfen, damit dort eben keine Abhängigkeit von den Dealern und anderen entsteht. Aber es ist doch völlig klar, und lasst mich das auch so deutlich sagen, die Dealer, die Zuträger und die Drogenbarone haben uns zu fürchten. Selbstverständlich müssen die bestraft werden, da kann es doch gar keinen Zweifel geben. So, liebe Medien, ich glaube, das waren 99%. Also ich bitte, das dann mitzumelden, damit die Interpretation stimmt. Ich weiß, dass wir keinesfalls nur leichte Zeiten hatten. Und ich weiß auch, dass unsere Umfragewerte im Augenblick nicht so stehen, dass wir jubeln können. Was gibt's denn hier zu lachen? Ich will jetzt ernst werden. Ich bitte euch. Also, ich muss darauf hinweisen, dass wir es bei früheren Wahlen leichter hatten. 2005 hatten wir keine wirklich gefährliche Konkurrenz von SPD und Grünen. Die hatten einen Weg eingeschlagen, der weder sozialdemokratisch noch ökologisch war. Sie hatten völkerrechtswidrige Kriege geführt. Sie hatten begonnen mit der prekären Beschäftigung, mit Agenda 2010 etc. etc. Sie waren alles Mögliche, aber nicht sozial und auch nicht wirklich ökologisch. Deshalb doch nur hat sich die WASG gebildet. Die ist doch nicht aus der Luft entstanden, sondern die ist entstanden, weil viele Bürgerinnen und Bürger gerade in den alten Bundesländern enttäuscht waren von der SPD. Sie hatten sie gewählt zum sozialen Korrektiv, aber sie wurde kein soziales Korrektiv. Ganz im Gegenteil, sie betrieb Sozialabbau. Und so sind wir doch entstanden. Und das war eine Art von Konkurrenz, wo unsere Stellung ganz eindeutig war. Und deshalb mussten wir die Gegenkonkurrenz nicht fürchten. Und da hatten wir ein gutes Wahlergebnis. Und 4 Jahre später kam die SPD gerade aus der Großen Koalition. Sie hatte die ganze Deregulierung der Finanzmärkte mit ihrem Bundesfinanzminister vorangetrieben. Dass wir jetzt in einer Weltklasse-Krise sind, verdanken wir gerade auch der SPD. Und damit konnten wir doch unseren Wahlkampf 2009 führen. SPD und Grüne sind jetzt zumindest formal im Bundestag Oppositionsparteien wie wir. Und diejenigen, die die SPD an sich mögen, die wollen immer, dass sie so wird, wie sie es sich erträumen. Und wenn die SPD dann in der Opposition ist, kommt sie ihnen entgegen, um es später wieder zu ändern, wenn sie in der Regierung sitzen. Aber immer wieder gibt es Leute, die ihnen dann glauben, weil sie hoffen, dass sie endlich so werden, wie sie sich nennen, nämlich sozial und demokratisch. Und deshalb ist es jetzt etwas schwerer. Aber nicht nur deshalb. Wir haben jetzt eine neue Bewegung,
eine Protestbewegung und wir haben eine neue Partei, die Piratenpartei. Die Frage ist, müssen wir das ernst nehmen? Ja, das müssen wir. Die Piratenpartei nimmt uns ein bisschen den rebellischen Teil unserer Wählerinnen und Wähler. Und ich will gar keinen Teil unserer Wählerinnen und Wähler verlieren, ich will sogar welche hinzugewinnen. Das ist nicht so leicht, weil wir auch als etwas etabliert gelten. Wir gelten schon so als eingeordnet. Und nicht nur das, die Piraten bringen ein neues Lebensgefühl zum Ausdruck. Das ist nicht nur der Computer, aber es ist schon ein Unterschied. Die reden ja nicht wie wir von Arbeitszeit und Freizeit, sondern von Onlinezeit und Nicht-Onlinezeit. Die reden in Vokabeln, die ich mir übersetzen lassen muss, damit ich überhaupt verstehe, was die meinen. Das ist mir alles klar. Und ich verdanke einem Konservativen, dass ich Online-Banking mache, weil der mir erklärt hat, dass ich sonst keine Beziehung mehr zur nächsten Generation habe und den Anschluss verliere. Das sagt mir ein Konservativer. Es hat mich die ganze Fahrt nach Hause geärgert, sodass ich dann von meinem Sohn mir habe das erklären lassen. Was wir begreifen müssen und was ich damit sagen will, ist, wir brauchen einen Zugang zu der neuen Generation. Wir müssen uns öffnen, wir müssen mit ihnen sprechen, wir müssen ihnen nicht alles nachbeten, aber wir brauchen den Zugang zu ihnen. Ich sage es noch einmal, trotzdem ist unsere Situation schwerer geworden. Was schwächt uns? Ich will Dinge benennen, die wir zum Teil gar nicht ändern können, aber zum Teil Dinge benennen, die wir ändern können. Erstens, wir waren ja noch nie in der Bundesregierung. Mögen jetzt manche auch erleichtert sein, also ich zum Beispiel, aber ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, dass natürlich die Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, was die erklären, wissen wir, aber was könnten die wirklich umsetzen, wenn sie in der Regierung sind? Fragezeichen. Zweitens, wir sind für viele doch noch eine Art Experiment. Unter anderem, weil wir auch noch nie regiert haben auf Bundesebene. Aber wir sind eine Art Experiment. Wie sind unsere Bürgerinnen und Bürger diesbezüglich gestrickt? Wenn sie in einer Krise sind, wollen sie gar nicht zusätzlich noch ein Experiment. Sie fürchten das eher. Daraus müssen wir Schlussfolgerungen ziehen. Ich sage euch folgende Sache. Als ich in Berlin kandidierte, 2001, da lagen wir in den Umfragen ganz gut und plötzlich kamen die entsetzlichen Anschläge in New York und Washington. Und sofort, obwohl wir ja damit nichts zu tun hatten, niemand ging davon aus, dass wir irgendwas dafür können, sofort gingen wir in den Umfragen runter. Warum? Weil die Leute sagten, nein, in so einer brenzligen Situation auch noch so ein Experiment wie diese Partei, vielleicht sogar in den Senat, das ginge zu weit. Dann beging Schröder den gravierenden Anti-Willy-Brandt-Fehler, dass er sagte, uneingeschränkte Solidarität mit den USA, wir führen jeden Krieg mit. Und zwar auch den Krieg gegen Afghanistan. Daraufhin wechselten die Ängste. Und die Leute kamen wieder verstärkt zu uns, weil sie sagten, nee, wenn das die Konsequenz ist, die wollen wir auf gar keinen Fall. Und dagegen stand unsere Partei. Und sofort gingen unsere Umfragewerte wieder hoch. Ich sage das nur deshalb, weil wir immer die Ängste der Bürgerinnen und Bürger zur Kenntnis nehmen müssen. Das heißt nicht, dass wir uns danach richten müssen, aber wir müssen sie zur Kenntnis nehmen, um die Dinge einigermaßen vernünftig einordnen zu können. Jetzt kommt noch Folgendes hinzu. Die Leute wissen nicht genau, wollen wir überhaupt in die Regierung oder wollen wir es nicht? Ich werde mich jetzt dazu gar nicht äußern. Oskar Lafontaine hat dazu schon so vieles gesagt. Ich sage nur, auch das verunsichert. Ja, und dann wissen sie nicht ganz genau historisch-kulturell, was ist denn nun eigentlich unsere Partei? Sind wir eine Ostpartei, die irgendwie mit der DDR zusammenhängt? Sind wir eher eine traditionalistische Arbeiterpartei? Oder sind wir eine moderne sozialistische Linkspartei, die sich mit Zukunftsthemen weltweit in Europa und in unserem Land beschäftigt? Und wir müssen jetzt, und ich glaube, wir sind dabei, deutlich machen, dass wir Letzteres sind. Dann haben wir auch eine Zukunft. Sonst haben wir keine Zukunft. Und ich sage das hier auch ganz offen und sehr kritisch. Ich habe ja manchmal auch ganz gerne, mich unbeliebt zu machen. Also ich sage euch eins, die Leidenschaft, die wir entwickeln, wenn wir über Themen der Vergangenheit reden, die hätte ich gerne mal, wenn wir über Themen der Zukunft redeten. Das wäre mir wirklich wichtig.
Und ich sage es auch noch mal ganz klar. In den neuen Bundesländern müssen wir zur Kenntnis nehmen, der Wissensstand, die Sozialisation, die Kultur in Bayern ist eine andere. Wenn wir das nicht berücksichtigen, reden wir dort an den Leuten vorbei. Und dazu haben wir kein Recht. Und die Leute in den alten Bundesländern müssen wissen, Deutschland ist nicht nur größer geworden, sondern durch Ostdeutschland auch anders geworden. Übrigens auch sozialer. Beides müssen wir berücksichtigen. Das muss doch mal rein in unseren Kopf. Ich will jetzt nicht über alle Gruppen sprechen, die wir in unserer Partei haben. Das wäre auch Wahnsinn, dann wäre ich ja erst mitternachts fertig oder so. Das lasse ich bleiben. Ich finde, dass das auch eine Bereicherung unserer Partei ist. Ich finde das gut so. Ich war mal in einer Partei, die Einheit und Geschlossenheit dergestalt rühmt, dass es Abweichungen überhaupt nicht geduldet wurden. Das ist ja zum Kotzen. Und ich bin froh, dass das bei uns anders ist. In jeder Hinsicht, wirklich froh. Aber ich sage zwei Dinge. Wir hatten einen Europaparteitag, ihr könnt euch gut erinnern, ich will das gar nicht weiter analysieren. Und da hat eine Gruppe über die andere gewonnen. Die einen gingen tief gedemütigt raus, die anderen gingen so als frohe Gewinner raus. Das Europawahlergebnis hat uns alle nicht überzeugt. Daraufhin haben wir alle an Klugheit gewonnen und haben einen Parteitag zum Bundestagswahlprogramm durchgeführt, bei dem wir uns vorher auf Kompromisse verständigt haben, die wir dann auch gehalten haben. Und damit haben wir beide Gruppen gewonnen, aktiv im Bundestagswahlkampf zu werden. Und wir haben ein tolles Ergebnis hingelegt. Und das hing unter anderem damit zusammen. Warum ist es eigentlich so schwer, das zu begreifen? Das möchte ich wirklich mal wissen. Es wird unterschieden in sogenannte Reformerinnen und Reformer und Radikale. Mir gefallen die Begriffe gar nicht. Aber es ist jetzt auch wurscht, ich verwende sie mal. Wir unterscheiden uns ja auch selbst danach. Und dann schätzt sich jeder selbst ein. Also ich bezeichne mich denn als Zentristen. Ich sage gleich noch was dazu. Das Problem ist nur, die Selbsteinschätzung ist völlig wurscht. Entscheidend ist die Einschätzung der anderen in der Partei und soweit man Öffentlichkeit hat, auch noch der Öffentlichkeit. Ihr könnt alle sagen, ihr seid Zentristen, aber der ja anders eingeordnet werdet, spielt ja halt auch eine andere Rolle, je nachdem. Also wenn das so ist, was muss denn dann passieren im Umgang miteinander? Ich sage es ganz klar, wir hatten in den letzten Monaten zu viel Selbstbeschäftigung. Selbstbeschäftigung macht uns politisch kaputt. Und ich will euch auch sagen, warum. Da ist die Lidl-Kassiererin, der geht es schlecht. Da ist der Busfahrer, der hat riesige Probleme. Inzwischen haben auch Ärztinnen und Ärzte Probleme. Es haben auch Leute in der Wissenschaft Probleme, in der Kultur. Die Hartz-IV-Empfängerin, noch dazu die Alleinerziehende, hat gewaltige Probleme. Und dann liest sie über uns jeden Tag in der Zeitung, A will, dass B geht und B will, dass A geht. Dann sagen die, ja, die haben ja Zeit für sich, aber nicht für mich. Und damit erledigen wir uns politisch. Das können wir uns gar nicht leisten. Manchmal hatte ich den Eindruck, da sind zwei Lokomotiven, die fahren aufeinander zu. Und dann stehe ich dazwischen als Zentrist und sage, nein, nein, aber da kannst du hervorragend zerquetscht werden. Das macht auch mir nur begrenzt Vergnügen. Und deshalb sage ich Folgendes. Irgendwo in der Partei, wenn wir Doppelspitzen bilden, werdet klug und macht Folgendes. Entweder ihr wählt wirklich zwei Zentristinnen oder Zentristen, wenn ihr welche habt, oder ihr wählt eine Reformerin und einen Radikalen oder eine Radikale und einen Reformer. Dann müssen die sich ausgleichen und dann machen die das gleich für die Partei mit. Dann kommen wir zu Ergebnissen. Wenn ihr Siege einfahren wollt, geht das daneben. Und wir haben doch unsere Erfahrung. Wer immer siegen will, verliert zum Schluss. Der große Fehler der Bundesregierung bei der deutschen Einheit bestand darin, nicht aufhören zu können zu siegen. Mit verheerenden Folgen. Übrigens am besten, wenn ich mal dieses Beispiel nennen darf, in der DDR war es nicht mehr strafbar,
wenn ein erwachsener Mann sexuelle Beziehungen zu einem jugendlichen Mann hatte, selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Das war erlaubt. In der Bundesrepublik war das eine Straftat. Na, was glaubt ihr, was passiert ist bei der deutschen Einheit? Ich war nicht dabei, aber ich kann mir das Gespräch zwischen Kohl und de Maizière hervorragend vorstellen. Da wird er de Maizière gesagt haben, er kann die Strafbarkeit nicht wieder einführen. Und dann wird der Kohl gesagt haben, ich kann kein DDR-Recht übernehmen. Und was haben sie entschieden? Es blieb unterschiedliches Recht. Das merkt man in Erfurt im Verhältnis zu Erlangen nicht unbedingt. Aber in Berlin war das ja völlig grotesk, weil die durften etwas in Friedrichshain, was in Kreuzberg eine Straftat war. Und da sagten sich die Schwulen in West-Berlin, lass uns in den Osten fahren, da ist es erlaubt. Und ich glaube, das ist in der Rechtsgeschichte einmalig, dass ein bestimmtes Verhalten in einem Bezirk einer Stadt kriminell ist und im anderen erlaubt ist. Das ist einmalig. Und das kommt davon, wenn man nicht aufhören kann zu siegen. Nach 3 Jahren haben sie übrigens DDR-Recht eingeführt, aber als es keiner mehr merkte, ist auch klar. Ist auch klar. Aber jetzt will ich etwas sagen, was mir viel wichtiger ist. Weil es ja doch diesen Kampf gibt. Immer wieder die Vorstellung, dass doch eigentlich die Reformerinnen und Reformer recht haben. Oder die Radikalen haben eigentlich recht. Jetzt in der Zeit sowieso spitzt sich alles so zu. Und das merkt man ja dann auch unterschiedlichen Leidenschaften auf Parteitagen. Ich sage euch jetzt Folgendes, und ich meine das ganz ernst, und deshalb bin ich Zentrist. Nicht, weil ich so unentschlossen bin. Nicht, weil ich zu allen nett sein will. Denn wäre ich gar nicht Vorsitzender unserer Partei im Dezember 1989 geworden. Wirklich. Das war der Traumjob, den man sich damals vorstellen konnte. Außer mir gab es gar keinen Idioten auf der Erde, der freiwillig diesen Job angenommen hat, um es auch mal ganz klar zu sagen. Aber davon abgesehen, es geht um was ganz anderes. Hätten wir nur die Reformerinnen und Reformer, wären sie, und jetzt sind sie beleidigt, wenn ich sage es trotzdem, wären sie teilweise der SPD zu ähnlich. Sie wären nicht eigenständig genug, nicht der SPD von heute, sondern sagen wir mal der sozialreformerischen aus einer anderen Zeit. Sie werden nicht eigenständig genug und würden an Relevanz und Bedeutung verlieren. Ganz klar. Hätten wir nur die Radikaleren, wären wir gesellschaftlich isoliert. Alle Versuche dieser Gruppen früher in der alten Bundesrepublik selbstständig, eigenständig zu entwickeln, haben nie eine wirkliche gesellschaftliche Relevanz gefunden. Was unseren Reiz ausmacht, ist, dass wir beides haben und lernen müssen, mit beidem umzugehen. Daraus Kompromisse entwickeln, die die Bevölkerung ansprechen. Das ist das Entscheidende. Aber das setzt etwas voraus. Das setzt etwas voraus, dass wenn ich jetzt ein Radikaler wäre, muss ich das nicht nur sagen. Ich muss es denken und fühlen. Ich muss die anderen auch wollen. Und wenn ich jetzt ein Reformer wäre, dann darf ich es auch nicht nur sagen. Ich muss auch die Radikalerin wollen, und zwar mit dem Verstand und mit dem Herzen. Politik wird nur zur Hälfte mit dem Gehirn gemacht, zur anderen Hälfte mit dem Herzen. Und das spielt im Augenblick eine zu geringe Rolle. Verlieren wir die eine Gruppe oder verlieren wir die andere Gruppe, wären wir in der Gesellschaft irrelevant. Es ist eine Existenzfrage und deshalb bin ich Zentrist und will beide halten und beide gewinnen für unsere Partei. Ich sage euch, wir vereinigen uns. Ich war ungeheuer beruhigt im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern, waren lauter Basisgruppen aus Nordrhein-Westfalen. Und die verstanden sich mit den Basisgruppen aus Mecklenburg-Vorpommern hervorragend. Und da kam dann von mir der leicht bissige Satz, wenn sich jetzt noch die Funktionäre verstünden, wären wir einen deutlichen Schritt weiter. Und dieser Parteitag sagt mir, das schaffen wir auch noch. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist die Partei vereinigt und dann können wir ein ungeheuer wichtiger Faktor in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa werden. Wir erreichen die Adressatinnen und Adressaten unserer Politik durch Identifizierung der jeweils dominierenden Auseinandersetzung in der Gesellschaft. Wir müssen sie erfassen.
Wir müssen wissen, was ist eigentlich los? Was bewegt die Leute und warum bewegt es sie? Dann müssen wir unsere eigenen Konzepte entwickeln und darstellen. Dann müssen wir die eigenen Konzepte, nachdem wir sie entwickelt haben, übersetzen. Bitte nie vergessen, übersetzen. Ich sage auch warum. Wer in der Politik berufstätig ist, wie ich, kann ja 2 Stunden am Tag Zeitung lesen. Er kann Bücher lesen. Er kann Artikel lesen. Er kann wichtige Gespräche führen. Er kann sich in das gesamte Vokabular hineinarbeiten. Aber wenn ich jetzt alleinerziehender Vater mit 2 Kindern wäre und an einer Kasse säße und 8 Stunden arbeite, in die Kasse eintippe, mich dann um meine 2 Kinder kümmere und dann vielleicht mal kurz die Tagesschau sehen kann, und dann höre ich so eine Politikerin oder einen Politiker, auch von uns, 1/2 Minute, und ich verstehe gar nicht, was die sagen. Ich verstehe auch nicht, was die meinen. Dann ist die 1/2 Minute verschenkt. Wir müssen übersetzen. Sie muss wissen, was wir wollen. Ich schildere euch ein Beispiel aus früherer Zeit im Bundestag. Die Regierung wurde geleitet von Herrn Schröder. Sein Koalitionspartner waren die Grünen. Und es ging um eine Steuerreform. Ich sage es einmal nicht übersetzt und einmal übersetzt. Also nicht übersetzt ging es darum, dass wir eine Veräußerungserlösgewinnsteuer hatten, die Kapitalgesellschaften in voller Höhe zu zahlen hatten, Inhaberunternehmen nur zur Hälfte. Und das wurde dahingehend geändert, dass Kapitalgesellschaften sie nicht mehr zu bezahlen brauchten und Inhaberunternehmen das Doppelte. Wenn ich das so sage, fragen die Leute, ja und? Jetzt ging ich nach vorne und machte das auf meine Art. Das heißt, ich stellte mich hin und sagte, also nur noch mal langsam, damit ich das auch verstehe. Dann sage ich, also wenn die Deutsche Bank bisher was verkaufte und einen Kaufpreis bekam, musste sie unter Kohl eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister was verkaufte und einen Kaufpreis bekam, musste er unter Kohl eine halbe Steuer bezahlen. Und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform, und die besteht darin, dass wenn die Deutsche Bank was verkauft und einen Kaufpreis bekommt, muss er nichts mehr bezahlen. Und wenn der Bäckermeister was verkauft und einen Kaufpreis bekommt, muss er Doppelte bezahlen. Das ist doch richtig. Nachdem ich das sagte, schildere ich euch, was passierte. Es rannten 20 SPD-Bundestagsabgeordnete nach vorne zu Struck und fragten, ob das stimmt. Ob es das ist, was sie in einer 1/2 Stunde entscheiden müssen. Weil bei dem Begriff Kapitalgesellschaft hören die ja auch schon weg. Und dann sagte Struck, ich sehe es noch richtig, das ist alles so entschieden und so weiter, damit die jetzt nicht noch umfallen zum Schluss. Ja, aber das ist die Situation. Das eine können Leute, die nicht täglich sich damit beschäftigen, nicht verstehen, das andere schon. Und deshalb bitte ich euch, die Übersetzung keineswegs zu unterschätzen. Sie ist wichtig. Also, nachdem wir dann unsere eigenen Konzepte dargestellt und übersetzt haben, dann müssen wir uns überlegen, wie wir sie breit aufstellen, wie wir sie rüberbekommen. Die Medien sind doch daran interessierter, unsere inneren Auseinandersetzungen zu berichten als unsere politischen Botschaften. Und jetzt muss ich mal sagen, ich habe auch ein gewisses Verständnis für die Journalistinnen und Journalisten, weil zu viele von uns ihnen ja diesbezüglich Botschaften liefern. Natürlich nutzen sie das dann auch. Wenn wir uns besser beherrschten, wären wir hier einen Schritt weiter. Was sind die Kernpunkte unserer Politik? Was wir auch im Programm unterstreichen. Da ist zunächst, und das ist mir ungeheuer wichtig, unsere ganz klare Friedenspolitik. Wir akzeptieren Krieg als Mittel der politischen Auseinandersetzung auf gar keinen Fall. Und ich sage, wir haben jetzt Anträge eingebracht. Ich sage nur ein Beispiel, damit ihr mal den Oppositionsgehalt anderer Parteien erkennt. Keine Rüstungsgüter mehr unter anderem an Saudi-Arabien zu liefern. Man konnte für jeden Staat einzeln abstimmen. CDU, CSU und FDP haben für die Lieferung von Rüstungsgütern an Saudi-Arabien gestimmt. Die SPD und die Grünen haben sich der Stimme enthalten. Die haben dazu gar keine Meinung. Die Einzigen, die dafür gestimmt haben, solche Rüstungsexporte zu verboten, waren alle Abgeordneten der Fraktion Die Linke. Und für uns ist das auch eine Selbstverständlichkeit. Und zwar aus mehreren Gründen. Von Deutschland ging der verheerendste Krieg des letzten Jahrhunderts aus, der Zweite Weltkrieg. Eine Schlussfolgerung hätten wir doch 1945 alle zusammenziehen müssen, dass wir nie wieder an Krieg verdienen wollen. Schon deshalb müssen wir Rüstungsexporte verbieten. Und zwar ein für alle Mal verbieten.
Und das Zweite ist, dass Saudi-Arabien ausgestattet mit deutschen Waffen in Bahrain einmarschiert ist und dort die Demokratie- und Friedensbewegung zusammenschießt und man uns gleichzeitig erklärt, für die Demokratie- und Friedensbewegung in Libyen müsse man bombardieren. Was ist denn das für ein verlogener Mist, der da zusammenkommt? Und sie liefern an Saudi-Arabien auch noch 200 Panzer. Und Al-Qaida bildet Terroristinnen und Terroristen aus. Das ganze Geld, das Al-Qaida besitzt, kommt aus Saudi-Arabien. Und die Regierung der USA und die deutsche Regierung haben zu diesem Land beste Beziehungen. Nein, so kann man Außenpolitik nicht machen. Das ist verbogen. Das ist verlogen, das ist unwahr. Wir brauchen endlich eine klare friedenspolitische, demokratische und menschenrechtliche Orientierung der Außenpolitik, die man sich nicht durcheinander bringen lassen darf und schon gar nicht durch ökonomische Interessen. Lasst mich noch eins sagen. Das machen ja nicht alle von uns. Ich bin immer dafür, die Argumente der anderen aufzunehmen und logisch weiterzuentwickeln. Und zwar, um Widersprüche herauszuarbeiten. Zum Beispiel erzählen mir die Grünen, man hätte in Libyen bombardieren müssen, um der Friedens- und Freiheitsbewegung zu helfen und den Diktator oder Tyrann loszuwerden. Dann stelle ich die penetrante Frage, warum sie denn dann keine Bomben gegen Syrien fordern. Dann frage ich sie, ob Assad aus ihrer Sicht so viel besser ist als Gaddafi. Und wenn ja, warum? Ich kriege darauf keine Antworten. Und ich glaube, es gibt einen einzigen Grund. Libyen hat ganz viel Erdöl und Syrien hat nur wenig Erdöl. Und das kotzt mich an. Seit tausenden Jahren stecken letztlich immer ökonomische Interessen dahinter. Immer. Wir haben in unserem Programm deutlich gemacht, dass wir für Eigentumsgerechtigkeit sind. Wir sind die einzige Partei, die für Eigentumsgerechtigkeit streitet. Es ist doch wahr, die Werte werden von 99% der Bevölkerung hergestellt und den übergroßen Anteil davon besitzt 1% der Bevölkerung. Das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Und was schlagen wir denn vor, damit hier keine Missverständnisse aufkommen? Wir wollen, dass die öffentliche Daseinsvorsorge in öffentliche Hand gehört. Das ist die Bildung, Wasser, Energie, Gesundheit und anderes. Das muss auch in öffentlicher Hand sein, weil dort keine Marktgesetze gelten können. Ich will nicht, dass die Krankenhäuser miteinander konkurrieren, wer billiger ist, sondern dass sie die beste Gesundheit garantieren für die Bürgerinnen und Bürger. Und dasselbe gilt in der Bildung, bei der Wasserversorgung, bei der Energieversorgung und in anderen Bereichen. Und ich will auch, dass die Politik zuständig ist. Denn wenn wir das alles privatisieren, liebe Genossinnen und Genossen, dann hat ja die Politik nichts mehr damit zu tun. Dann wird doch die Wahl zwischen Merkel und mir etwas irrelevant, zumindest in diesen Bereichen. Weil wir immer sagen müssen, wir haben ja beide nichts zu entscheiden, das gehört ja alles Privatleuten. Das will ich nicht. Die Merkel will das. Ich möchte, dass die Politik zuständig sei. Und zwar, weil wir doch nur in der Politik demokratisch wählen dürfen. Ihr dürft doch nicht die Leitung des Wasserwerkes wählen, sondern das Abgeordnetenhaus. Und deshalb muss die Politik zuständig sein. Alles andere ist undemokratisch bei der öffentlichen Daseinsvorsorge. Zweitens. Gibt es Großkonzerne, die so mächtig sind, dass sie entscheiden können, was die Politik zu machen hat? Auch das ist höchst undemokratisch. Und deshalb sagen wir, nein, solche Großkonzerne müssen entweder verkleinert werden oder sie müssen in öffentlicher Hand. Und dann sagen wir etwas zu den Banken. Und ich sage, die Banken haben uns in eine Finanzkrise erster Klasse gestürzt. Und ständig müssen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Geld aufbringen für diese Banken. Und deshalb sagen wir ganz klar, wir wollen sie kleiner und wir wollen sie öffentlich-rechtlich gestaltet haben wie die Sparkassen. Alles andere löst die Probleme nicht. Und ich möchte nicht, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
verstaatlicht bekommen, die verschuldeten Banken, damit dann mit Steuermitteln die anderen Banken wieder reich gemacht werden. Das ist nicht hinnehmbar. Dann wollen wir alle Banken, um nicht nur die Schulden zu haben, sondern auch die Profite und die Einnahmen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und ich sage auch, und das haben wir ja beschlossen, die großen Energiekonzerne haben ein Monopol. Und die vier Konzerne sind in der Lage, miteinander zu telefonieren. Und dann verabreden die am Mittwoch, wie sie uns ab nächsten Montag alle abzocken. Und das ist nicht länger hinnehmbar. Deshalb brauchen wir auch hier die öffentliche Hand und damit die demokratische Zuständigkeit. Außerdem sagen wir, bei Großunternehmen wollen wir Belegschaftsmiteigentum. Das löst ja übrigens das Privateigentum gar nicht auf. Aber wir haben dann auch Belegschaftsmiteigentum. Das wäre auch wichtig. Ich will euch was schildern. Nokia kriegt staatliches Geld, baut ein Werk auf, beschäftigt 3 Jahre lang weit über 1000 Beschäftigte in Deutschland. Dann entscheidet Nokia, das Werk zu schließen. Die müssen keinen Euro zurückzahlen und geht nach Rumänien. Dann denkt man, aus Gründen der Internationalität könnten wir ja dafür sein. Jetzt haben sie auch das Werk in Rumänien geschlossen, nachdem sie dort wieder Geld kassiert haben und die Frist abgelaufen ist. Und deshalb sage ich, hätten wir Miteigentum der Belegschaft begründet, hätten Sie die Belegschaft fragen müssen, ob sie gerade vollständig interessiert ist, nach Rumänien umzuziehen. Wenn Sie gesagt hätten, ja, okay, falls aber jemand Widerspruch hätte erheben sollen, dann hätten Sie eben bleiben müssen. Sie haben ja Gewinne gemacht, nur nicht genug Gewinne. Das war Ihre Sorge. Und das geht so nicht weiter. Wirtschaft muss im Interesse der Menschen gemacht werden, nicht im Interesse einzelner Profiteure. So, und dann sage ich klipp und klar, die kleinen und mittleren Unternehmen sollen natürlich privat sein und wir brauchen auch den Markt. Jetzt hat mir ein Journalist gesagt, das hört sich alles so an, als ob wir die Marktwirtschaft abschaffen sollen. Wir sind doch nicht blöde. Den Markt gab es schon vor dem Kapitalismus. Übrigens, selbst im Staatssozialismus gab es ihn, wenn auch sehr verzerrt. Natürlich brauchen wir den Markt. Der Markt erhöht die Qualität, senkt die Kosten, führt zu Effizienz. Aber bitte alles in den richtigen Dosen. Und dann stimmt es. Wir wollen doch nicht zurück zur DDR. Das ist doch albern. Wir sind doch nicht doof. Was denken die denn von uns? Der Staatssozialismus ist gescheitert. Wir wollen einen demokratischen Sozialismus. Ganz anderer Prägung. Der dritte Kernpunkt unserer Politik ist die Demokratie. Und zwar nicht nur als formale Gleichheit, sondern als realer Einfluss. Wie groß ist denn der reale Einfluss? Ich mache es jetzt extrem. Des Schweizer Bürgers in Deutschland, Herr Ackermann, im Vergleich zur deutschen Hartz-IV-Empfängerin, die alleinziehend ist mit 3 Kindern. Das ist die Frage. Sie haben, eins hat er nicht, er hat kein Wahlrecht, weil er Schweizer ist. Aber wenn er Deutscher wäre, hätte er nur 1 Stimme, genauso wie Sie. Das ist eine formale Gleichheit, das ist auch nicht unwichtig. Aber das reicht uns noch lange nicht. Ich möchte, dass sie sich einbringen kann in die Gesellschaft und nicht, dass sie daran gehindert wird, sich einzubringen, und zwar materiell wie kulturell. Ich finde es auch furchtbar, dass sich Leute, die arbeitslos sind, in Deutschland dafür schämen, dass sie sich gar nicht trauen, damit offen umzugehen. Was ist das eigentlich für eine Kultur? Erst stürzt man Leute in Armut und dann sorgt man noch dafür, dass es ihnen peinlich ist. Das müssen wir bekämpfen. Und deshalb ist es völlig richtig, wenn wir sagen, wir müssen Parteispenden aus der Wirtschaft. Ich rede nicht mehr lange, aber wenn er noch ein halbes Glas Wasser für mich hätte, wäre es trotzdem ganz halbes genügt ja. Nicht übertreiben, nicht gleich eine ganze Flasche. Ich meine, ja. Also ich will noch sagen, es ist doch richtig, dass wir Parteispenden aus der Wirtschaft und Lobbyismus unterbinden wollen. Was heißt denn das? Stellt euch mal vor, wir hätten von 1990 an, die Deutsche Bank wäre schlau gewesen und die hätte uns jährlich zunächst 100.000 DM und dann 100.000 Euro überwiesen. Und wir stünden vor der Frage, ja Mensch, ohne das Geld kommen wir ja gar nicht mehr hin und so weiter. Ich meine, die sind viel zu bescheuert, die machen das nie. Aber davon mal abgesehen, das bringt dich in eine schwierige Situation. Ich will mich darüber gar nicht erheben. Und deshalb will ich ja den anderen Parteien helfen. Ich will sie unabhängig machen. Und sage, wir verbieten das, lieber erhöhen wir dann die Zahlungen durch die Steuerzahler und Steuerzahler. Dadurch werden sie nicht abhängig. Das ist mir lieber als die Abhängigkeit von Banken und anderen großen Konzernen.
Ich sage es noch einmal. Alle Parteien im Bundestag, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, bekommen jedes Jahr eine Spende von der Allianzversicherung. Nur wir nicht. Ich bin stolz darauf, der einzigen nicht allianzgesponserten Partei im Deutschen Bundestag anzugehören. Die einzigen. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Linke gäbe es gar nicht, wenn nicht die soziale Frage seit Jahrhunderten anstünde. So ist die Linke entstanden. Darf ich euch mal was sagen, das wird jetzt manche ärgern. Der Papst in seiner Rede, ne, ich sage ja sonst nichts zum Papst, ich werde mich hier schwer hüten. Aber der Papst in seiner Rede im Bundestag hat gesagt, das Christentum hatte seinen Ursprung bei der Vorstellung der Gleichheit der Menschen. Deshalb sage ich ja immer, wenn es Christus noch gäbe, der wäre ein sehr kritisches Mitglied unserer Partei. Weil wir die Einzigen sind, die genau diese Frage stellen und aufwerfen. Und die soziale Frage, das ist auch eine Frage nach Demokratie und auch nach der Ökologie. Es ist schon gesagt worden und ich wiederhole es. Die Einzigen, die im Zusammenhang mit der ökologischen Umwälzung, zum Beispiel dem Verbot der Atomenergie etc., die soziale Frage stellen, sind wir. Und wenn wir sie nicht stellten, wären wir auch überflüssig. Das andere machen schon die anderen. Aber uns braucht man, um immer wieder die soziale Frage auf die Tagesordnung dieser Gesellschaft zu stellen. Und der fünfte Punkt ist die Gleichstellungspolitik. Und zwar für Frauen und Männer. Soweit es geht, auch für Menschen mit Behinderung. Aber auch für Ost und West. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein in Deutschland, dass man den gleichen Lohn, nicht nur für die gleiche Arbeit, das muss sogar super selbstverständlich sein, sondern für gleichwertige Arbeit bekommt. Und zwar zwischen Frauen und Männern, zwischen Ost und West. Und dass man die gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung bekommt. Dafür streiten wir und damit hören wir auch nicht auf. Und jetzt will ich euch erklären, was ich mit gleichwertig meine. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist ja eine ganz alte Forderung. Mir muss mal jemand erklären, warum im Vergleich zum Stahlarbeiter der Wert einer OP-Schwester so viel geringer ist. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn du den ganzen Tag am OP-Tisch stehst, mit dieser riesigen Verantwortung, die sie hat, warum kriegt sie nicht das Gleiche wie ein Stahlarbeiter? Ich finde, sie hat es verdient. Das ist gleichwertige Arbeit. Und jetzt schildere ich euch mal, wie sowas funktioniert. Und ich nehme ein Beispiel aus der DDR. Also da war das so organisiert, dass die öffentlichen Gebäude von älteren Frauen gesäubert wurden. Die bekamen den schlechtesten Lohn, den man in der DDR überhaupt erzielen konnte. Und irgendwann starben die aus, die waren nicht mehr da und es fanden sich auch keine neue, die ihre Arbeit verrichteten. Was machte das arme Berlin, Ostberlin? Also entschieden die sich, alles kein Witz, was ich euch jetzt erzähle, den VEB Putzteufel zu gründen. Der VEB Putzteufel bekam die gesamte Technik aus West-Berlin. Da habe ich mal so gesehen, was da so alles gibt. War erstaunlich. Und dann entschieden sie sich, dass man dort gut verdient für DDR-Verhältnisse. Zwischen 1200 und 1300 Mark der DDR. Was war das Ergebnis? Ich habe dort nie wieder eine Frau gesehen. Nie wieder. Nur die Kerle. Die schrubbten durch die Flure, was das Zeug hielt. Und da wurde mir das erste Mal klar, wenn wir Krippenschwestern genauso bezahlt hätten, hätten die Männer entdeckt, wie gerne sie wickeln. Ich sage euch, wer die Gleichstellung von Mann und Frau will, muss dafür sorgen, dass gleichwertige Arbeit und dass es oft Frauenarbeit endlich hoch bezahlt wird. Es kotzt mich auch an, dass die 400-Euro-Jobs natürlich zu über 2/3 von Frauen getätigt werden. Damit muss doch mal im 21. Jahrhundert Schluss sein. Wir wollen wirklich eine Gleichstellung in unserer Gesellschaft erreichen. Lasst mich noch etwas zur SPD sein. Die SPD ist nicht unser Feind. Jeder, der so denkt, denkt meines Erachtens falsch. Das zeigt auch die Geschichte, dass das ein völlig falscher Weg ist. Wir haben auch gar nichts gegen die Zusammenarbeit mit der SPD. Aber sie müsste wenigstens wieder sozialdemokratisch werden. Und eins sage ich auch. Ohne uns wird die das nie.
Nur wenn wir stärker werden, werden die wieder so. Wir sind eine Art Hilfe für die Sozialdemokraten. Sie hat es zwar noch nicht entdeckt, aber so ist es. Und jetzt sage ich euch eins, weil mir immer von den Möglichkeiten gesprochen wird. Also wenn das jetzt eine richtige Oppositionspartei wäre, die SPD, müsste sie doch versuchen, den Bundesrat zu nutzen, um die Bundesregierung unter Druck zu setzen. Und auch die Mehrheit des Bundestages. Das kann man doch. Und sie hätte jetzt die Mehrheit im Bundesrat. Aber was hat sie denn gemacht? Sie hatte die Wahl zwischen zwei Seniorpartnern in Thüringen. Nämlich zwischen den Linken und der Union. Und sie ist selbstverständlich zur CDU gerannt. Sie hatte die Wahl zwischen zwei Seniorpartnern in Sachsen-Anhalt. Nämlich zwischen der Linken und der Union. Und sie ist selbstverständlich wieder zur CDU gerannt. Sie hatte in Mecklenburg-Vorpommern die Wahl zwischen zwei Juniorpartnern. Nämlich der CDU oder der Linken. Und sie ist selbstverständlich wieder zur CDU gerannt. Und sie hatte in Berlin die Wahl zwischen zwei Juniorpartnern, nämlich CDU oder Grüne, und sie ist zur CDU gerannt. Ich meine, wer ist denn mit der CDU verheiratet? Doch die SPD, nicht wir. Sollen die doch mal ein Stück auf uns zukommen, sich endlich von Kriegen trennen, die prekäre Beschäftigung aufgeben und die Agenda 2010 beerdigen, und zwar mit einer Entschuldigung an die Gesellschaft. Liebe Genossinnen und Genossen, weltweit wird der Finanzkapitalismus kritisiert. Wir dürfen uns aber keine falschen Vorstellungen machen. Es gibt in Deutschland eine kapitalismuskritische Stimmung, wie es sie seit 1949 in der alten Bundesrepublik Deutschland zu keinem Zeitpunkt gegeben hat. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Und unsere Umfrageergebnisse entsprechen diesem Fortschritt nicht. Da müssen wir etwas machen. Aber ich sage auch, ich weiß, die Bevölkerung ist kapitalismuskritisch. Sie ist noch nicht antikapitalistisch und noch nicht prosozialistisch. Das liegt übrigens daran, dass wir einen wirklichen Makel haben. Wir kämpfen für einen demokratischen Sozialismus und haben noch kein praktisches Beispiel, wo wir die Leute hinschicken können. Allerdings sage ich auch, vielleicht hätte es ein praktisches Beispiel gegeben, nämlich Chile unter Allende. Und das hat das Militär und der amerikanische Präsident und der Geheimdienst tot gemacht. Mit Mord tot gemacht. Wir leiden jetzt unter einer Diktatur der Finanzmärkte. Und die Regierung unter Merkel rennt den Banken hinterher. Sie sind hilflos, sie sind überfordert. Die FDP benimmt sich wie eine Ertrinkende, völlig irrational. Die machen jetzt so einen Mist, das kriegt man alles gar nicht zusammen. Dann sagen sie, sie müssen den Rettungsfonds erhöhen. Dann sagen sie, sie wollen die Steuern senken. Also dann sagen sie, sie machen eine Rede der Kanzlerin, dann fällt die aus. Dann soll die jetzt nächsten Mittwoch kommen. Also wir sind auch, ich meine, ich finde, die Regierung hat das Recht, die eigene Bevölkerung, das eigene Parlament und die Medien zu verwirren. Aber man muss irgendwelche Grenzen bei diesem Recht einführen, finde ich. Ich finde, sie hat das überschritten, und zwar in jeder Hinsicht. Aber was passiert denn? Diese Verunsicherung hängt doch damit zusammen, dass sie den einzigen mutigen Schritt nicht gehen. Und den müssten jetzt selbst Konservative gehen. Sie müssten das schwedische Modell anwenden und sagen, Schluss, Schluss, wir lassen uns nicht länger vorführen mit den Zockerbanken. Nein, danke. Wir machen daraus kleinere öffentlich-rechtliche Banken, bis wir alles Geld für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückhaben. Das wäre doch eine Selbstverständlichkeit. Selbst eine Frau Merkel müsste das jetzt mal sagen. Und ein Herr Sarkozy. Aber ich sage auch, die Linke ist weltweit in Europa und in Deutschland auch noch zu schwach organisiert, um so zu gestalten die Prozesse, wie wir uns das vorstellen. Konservative und Liberale, Neoliberale, Entschuldigung. Konservative und Neoliberale sagen inzwischen, die Linke hat recht. Ich bitte euch, der Ökonomieprofessor Thomas Strauper, also der neoliberale und marktradikale Ökonom, den Deutschland hatte, sagt jetzt, das Marktversagen scheint doch die Regel zu sein. Professor Paul Kirchhoff, ehemaliger Verfassungsrichter und einst bei der Merkel CDU hochgeschätzter Steuerexperte, beklagt die nahezu vollständige Abhängigkeit der Politik von den privaten Finanzmärkten. Zur Griechenland-Krise bemerkt er, dass nicht Solidarität mit den Griechinnen und Griechen herrsche, sondern ausschließlich mit den Banken, was wir immer gesagt haben. Das sagt jetzt auch Kirchhoff. Frank Schirmacher, FAZ-Herausgeber, schreibt einen Artikel für das Feuilleton mit der Überschrift »Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat«. Warum schreibt er das? Er schreibt es, weil es plausibel ist.
Das ganze politische System nutzt nur den Reichen und schadet den anderen. Das erkennen auch diese Leute. Und Schirmacher beruft sich auf Moore. Und Charles Moore ist nun ein britischer Erzkonservativer, ein Thatcherist. Der Einzige, der von Frau Thatcher die Erlaubnis bekommen hat, ihre offizielle Biografie zu schreiben. Die ist schon geschrieben, die darf aber erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden. Und dieser Mann schreibt am 22. Juli 2011, die Reichen dieser Welt haben ein globales System organisiert, das allein ihnen nützt. Die vielen anderen haben zu arbeiten, um die Reichen noch reicher zu machen. Das schreibt Moore. Dann dachten welche, Moore meint, die Linke hat recht in Form der Labour Party. Da hat er gesagt, das ist ein Irrtum, ich meinte die wirkliche Linke, nicht die Labour Party. Das heißt, er meinte nicht die neoliberalen Linken wie Blair, Schröder oder Fischer, sondern sowas wie uns. Ja, und dann George Soros. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, das ist ein Multimilliardär. Also eine Milliarde, das ist immer tausendmal eine Million. Und Multimilliardär heißt, er hat mehrere Milliarden. Das könnten wir gar nicht zählen im Leben. Das ist der König der Hedgefonds. Und der sagt, der Kapitalismus ist zu Reformen nicht fähig und wird scheitern wie der Staatssozialismus. Das sagt Soros, nicht wir. Nicht wir hatten die Kraft, den Kapitalismus in Frage zu stellen. Die Banken haben ihn in Frage gestellt, indem sie mit ihrer Zockerpolitik nicht aufhören konnten. Also sage ich euch eins, wir sind verpflichtet, unsere Selbstbeschäftigung ab Montag einzustellen. Wir sind verpflichtet, 90% unserer Zeit darauf zu verwenden, Politik zu machen. Unsere Personalfragen kriegen wir klein, schnell, wunderbar organisiert. Wir müssen uns damit nicht jahrelang beschäftigen. Wirklich nicht. Das ist nicht nötig. Politik müssen wir machen. Und die Leute müssen wissen und fühlen, nicht nur wissen, auch fühlen, dass wir sie meinen, dass wir sie ansprechen. Die Konservativen haben begriffen, viele Konservative, dass die Linke recht hat. Wenn jetzt auch die Linke es noch begriffe, ja, dann könnten wir eine in jeder Hinsicht vernünftige Politik machen. Dankeschön.